Willkommen bei Sägebob. Ich wurde gefragt, ob ich nicht mal den Unterschied zwischen einem Spalthammer und einer Spaltaxt zeigen kann. Das mache ich sehr gerne. Im Speziellen handelt es sich hierbei um die X37 von Fiskars und die X27. Blickt man aus weiterer Entfernung, könnte man denken, Moment mal, die Spaltaxt und der Spalthammer sehen gleich aus. Aber es gibt einige Unterschiede. Ich habe mal alleine beim Gewicht nachgemessen. Dort wiegt die X27, also die Spaltaxt, 2,6 Kilogramm. Und der Spalthammer, die X37, 3,7 Kilogramm. Plus minus 100 Gramm Differenz, da ich das mit einer normalen Personenwaage gemessen habe. Also sowohl die Spaltaxt als auch den Spalthammer. Zum Gewicht komme ich gleich, aber ich fange erstmal bei der Kopfform an. Da ist ein deutlicher Unterschied erkennbar. Unter anderem hier bei der Spaltaxt. Dort geht die gleich keilförmig vorne bis nach hinten auseinander. Verjüngt sich dann hier aber wieder. Und hier ist es so, bei dem Spalthammer, der beginnt erst schmal und wird dann nach hinten immer breiter und bleibt dann bei der Breite. Ihr könnt das sehen. Mit Blick von oben ist der Unterschied noch deutlicher. Hier sieht man die Keilform bei der Spaltaxt und dann, wie sie schmal wird. Und hier nochmal der Unterschied beim Spalthammer hier oben. Der bleibt dann also breit. Ganz unabhängig vom Hersteller gibt es die Spalthämmer in verschiedenen Varianten. Einerseits hinten noch mit Gummipuffer dran. Und auch hier kann die Form noch etwas anders sein. Aus eigener Erfahrung heraus kann ich sagen, dass sowohl die Spaltaxt als auch der Spalthammer ihre Berechtigung haben, beziehungsweise ihr spezielles Einsatzgebiet. Ich würde sagen, die Spaltaxt dürfte für die meisten mehr als ausreichend sein. Gerade wenn es jetzt hier um Holz mit geringerem Durchmesser geht, ja, da kommt man mit der Spaltaxt bequem durch. Geht es aber gerade um Harthölzer oder auch größeren Durchmesser oder wenn man Langholz spalten möchte auf Meterlänge, da blende ich euch mal ein Video ein, dann kann der Spalthammer von Vorteil sein. Der große Vorteil bei der Spaltaxt liegt wirklich in dem geringeren Gewicht. Das heißt, man holt aus, schlägt dann auf das Holz auf und das Holz wird dann gespalten. Und wie gesagt, bei kleineren Durchmesser ist das wunderbar. Diese Erfahrung habe ich zumindest gemacht und man kann auch über längere Zeit das Holz spalten. Beim Spalthammer ist es wiederum so, aufgrund des höheren Gewichtes, was gleich mal 500 Gramm mehr sein kann, 800 Gramm oder wie bei mir jetzt hier ein Kilo, dass man beim Schwungholen erstmal deutlich mehr Kraft benötigt, um die Axt nach oben zu bekommen, beziehungsweise den Spalthammer. Aber in Kombination mit dem Schwung und dem höheren Gewicht entsteht daraus ein Vorteil, wenn dann mit deutlich mehr Kraft und Schwung der Spalthammer auf das Holz trifft. Ich mache jetzt mal einen nicht repräsentativen Vergleich. Ich habe hier ein größeres Stück Buche. Und ich werde jetzt mal links mit der Spaltaxt reingehen und rechts mit dem Spalthammer. Ich habe jetzt noch minimal ausgeholt und nicht den vollen Schwung. Und was sich aber erkennen lässt, ist, dass ich bei der Spaltaxt hier nur minimalen Riss erzeugt habe und bei dem Spalthammer ist der Spaltriss schon deutlich größer. Hätte ich jetzt den vollen Schwung ausgeholt, dann hätte ich wahrscheinlich den gesamten Stamm mit dem Spalthammer gespalten. Ja, diese Trocknungsrisse hier müsst ihr jetzt mal ignorieren. Es geht wirklich hier um diesen kleinen Spalt. Und der ist hier deutlich größer. Sicherlich könnte man jetzt etwas bemängeln, dass ja die Spaltaxt näher am Kern ist jetzt als der Spalthammer, aber ich will ja bloß mal den Unterschied verdeutlichen. Diese Erfahrung konnte ich zumindest bei Harthölzern machen. Ob Eiche, Esche oder Buche spielt dabei keine Rolle. Nun gut, das ist jetzt meine Empfindung, das kann bei euch anders sein. Wo es einen Unterschied mitunter auch geben kann, ist, zumindest habe ich diese Erfahrung gemacht, wenn man jetzt hier beispielsweise Fichte spalten will, wenn die schon trocken ist, da kann es sein, dass die Spaltaxt sogar besser abschneidet als der Spalthammer. Eine mögliche Erklärung wäre diese, dass die Keilform der Spaltaxt besser durch diese größeren Fasern passt als der Spalthammer. Das ist mir mitunter schon passiert, dass der dann stecken bleibt. Zumindest bleibe ich bei trockener Fichte des Öfteren mit dem Spalthammer stecken als mit der Spaltaxt. Aber ich nutze beide Varianten sehr gerne, sowohl die Spaltaxt als auch den Spalthammer, da sie eben, wie gesagt, unterschiedliche Einsatzgebiete haben. Und jetzt würde mich noch eure Meinung und Erfahrung interessieren. Was nutzt ihr lieber? Spalthammer oder Spaltaxt oder sogar beide? Schreibt das ruhig mal in die Kommentare rein. Dann bedanke ich mich fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Und hier an dieser Stelle weise ich noch darauf hin, ich bin jetzt kein Profi an der Axt, aber das sind meine gemachten Erfahrungen. Bis zum nächsten Mal.